Ja, wir wollen dieses Integral hier durch Substitution lösen. Das Integral heißt e hoch Sinus x mal Cosinus x dx. Dabei ist e die Eulersche Zahl. Gut, welche Substitution sollen wir durchführen? Wir könnten ja zum Beispiel Cosinus x durch z ersetzen oder Sinus x oder e hoch Sinus x durch z ersetzen. Da muss man einfach ausprobieren. Man rechnet einfach alle Möglichkeiten durch. Und eine Möglichkeit, die zum Erfolg führt, ist, wenn wir Sinus x durch z ersetzen. Also Sinus x wird substituiert durch z. Gut, ich schreibe es mal andersrum. Z gleich Sinus x wegen der Übersicht. Das sehen wir gleich, warum ich das andersrum hinschreibe. So, jetzt führe ich diese Substitution durch. Dann erhalte ich Integral e hoch. Jetzt kommt Sinus x. Ich gucke nach. Sinus x ist gleich z. Also schreibe ich hier ein z hin. Der Rest der Formel bleibt gleich. So. Gut, jetzt habe ich aber ein Problem. Ich habe jetzt die Substitution durchgeführt, aber dadurch habe ich eine Variable mehr. Ich habe einmal die Variable z und hier habe ich die Variable x. Ja, das geht natürlich nicht. Wir müssen alle x durch z irgendwie durch z ersetzen. Ja, wie mache ich das? Dazu leite ich die Substitutionsgleichung ab, bilde also z'. Ja, die Ableitung von Sinus x ist ganz einfach, das ist Cosinus x. Das steht in der Formelsammlung. Jetzt wähle ich die ausführliche Differentialschreibweise für die erste Ableitung. Die lautet dz nach dx. Und die rechte Seite bleibt wieder gleich. So. Und jetzt stelle ich diese Formel nach dx um. Dazu multipliziere ich erstmal hier mit dx die Gleichung, dann erhalte ich dz gleich Cosinus x mal dx. Und jetzt dividiere ich die Gleichung noch durch Cosinus x und dann erhalte ich dx gleich 1 durch Cosinus x mal dz. Also die letzten zwei Schritte waren einfaches Formelumstellen. Das haben wir schon im vierten Schuljahr kennengelernt. Das ist dann das Ergebnis hier. So, weil ich dieses Ergebnis hier habe, dx, kann ich jetzt auch dx substituieren. Das mache ich mal. Da kommt dann raus Integral e hoch z wieder mal Cosinus x. Das bleibt auch gleich. Aber jetzt kommt's. Dx kann ich substituieren und zwar durch diesen Term hier. Also durch 1 durch Cosinus x mal dz. Ja, und jetzt sehen wir schon den Clou. Jetzt kürze ich nämlich hier und hier Cosinus x weg. Einmal hier und hier. So, das kürze ich gegeneinander weg. Und jetzt bleibt in meiner Formel nur noch eine Variable übrig, nämlich nur noch z. Ich schreibe es mal auf, da kommt dann raus e hoch z dz. Ja, dieses Integral löse ich jetzt. Da schaue ich wieder in der Formelsammlung nach. Das Integral von e hoch z ist e hoch z plus eine Integrationskonstante plus c. Ich schreibe das mal ein bisschen anders, ein bisschen mit Abstand. E hoch z plus c. Und jetzt fehlt nur noch der letzte Schritt. Jetzt muss ich wieder die Rücksubstitution vornehmen. Ich habe hier oben substituiert. Jetzt muss ich natürlich wieder zurücksubstituieren. Und da gucke ich nach, was z bedeutet in der Substitutionsgleichung. Und da sehe ich, z ist Sinus x. Also schreibe ich hier statt z Sinus x hin. Sinus x. Ja, und das ist dann meine Lösung. Dieses gegebene Integral hier oben hat als Lösung e hoch Sinus x plus eine Integrationskonstante c. Das war's.